Mahlzeit, Freunde. Herzlich willkommen zu 030 Barbecue. Mein Name ist Bobby. Freunde, wir haben Sturm in Berlin. Ich hoffe, das klappt mit dem Ton. Aber wenn ich da durch muss, müsst ihr das auch, oder? Wir machen heute eine kleine geile Vorspeise. Und zwar was richtig, richtig Leckeres. Habe ich mir vor ein paar Tagen zum ersten Mal gemacht. Und ich glaube, es ist meine Erfindung. Saskia würde jetzt sagen, ist sogar ein Hauptgericht. Für mich ist das eine geile Vorspeise. Und zwar eine richtig leckere. Wir machen gebackenen Sucuk-Feta. Hört sich geil an, oder? Und genauso geil, wie sich das anhört, schmeckt das auch. Das ist eine Geschmacksexplosion. Und bei dem Wind hier, die Einzige, die draußen bleibt, ist auch eigentlich die Muffin und Mutter mit mir. Saskia hat sich schon wieder reinverzogen. Aber ihr kennt das ja, Freunde, ne? Der Hund bleibt euch im Sturme treu. Der Mensch sticht mal bei Winde. Philosophisch, oder? Wer hat das geschrieben? Jetzt mal bitte unten in die Kommentare. Wenn ihr Bock drauf habt zu sehen, wie überbackener oder gebackener Sucuk-Feta geht und was er dazu braucht, dann bleibt einfach dran. Zack, Zutaten, Freunde, was brauchen wir dafür? Und wir müssen richtig schnell machen, weil hier geht wirklich enorm Wind durch. Wir brauchen natürlich Feta, hier, wunderschöner griechischer Schafskäse. Könnt ihr auch den türkischen nehmen, gibt es türkischen Feta? Ich weiß es nicht, Freunde, ich weiß nicht. Wir brauchen Tomaten, wir brauchen hier Petersilie, wir brauchen natürlich Olivenöl, zwar gutes Olivenöl, Leo, Freunde. Wir brauchen hier Spitzpaprika, wir brauchen rote Zwiebeln, Tomaten, püriert quasi und natürlich Sucuk. Wir machen Sucuk-Feta. Sucuk habe ich bestellt bei Fleischer und der Koch. Könnt ihr gerne auch machen. Das war es auch schon. Und ein Gewürze von der Spicebar. Und da brauchen wir heute richtig was. Und zwar Icke und Atze, Salz und Pfeffer. Wir brauchen scharfe Keule, Jatenmische, Knoblauchpulver, Kokosblütenzucker und Zumach. Also Sumach. Ah, das war jetzt wirklich eine ganze Menge. Aber wir machen ja heute eine türkisch-griechische Hochzeit mit richtig Bums drin und richtig viel Geschmack. Explosion im Mund tatsächlich. Und Freunde, wenn ihr die Gewürze noch nicht habt, dann könnt ihr die gerne käuflich bei der Spicebar erwerben. Denn die Spicebar hat die besten Gewürze für mich. Und nicht vergessen, mit dem Gutscheincode SPICY030BARBECUE gibt es 5 Euro Rabatt auf euren Warenkorb ab 15 Euro auf meinen Nacken bei der Spicebar. Link ganz oben in der Infobox und im ersten angepinnten Kommentar. Ich hab alles, oder? Ja. Nochmal hier so ein halbes, ne? Prost auf euch, Jammers, Altüst. Denn auch zu überbackenem Sucuk-Feta bei Sturm. Schmeckt jedes Bier besser aus dem 030BARBECUE-Glas, oder? Werbung Ende. Los geht's. So, und damit Sassi jetzt auch noch was zu tun hat, gehen wir jetzt rein und schneiden schon mal alles klein. Also Paprika in kleine Ringe, Zwiebeln in kleine Ringe, das hier einmal halbiert, Sucuk in ganz kleine Scheiben geschnitten. Wir machen mal kurz, bis gleich. So, Zeitsprung, meine Lieben. Alles schon mal klein geschnitten, wir fliegen hier gleich weg. Freunde, Sucuk schön in kleine Scheiben geschnitten und Sucuk ist wirklich eine richtig geile Wurst. Seid ihr Team Sucuk? Dann schreibt das mal unten in die Kommentare, bitte. Der Rest, auch alles schon klein geschnitten. Hier Paprika, Tomaten, Zwiebeln, alles wunderschön klein. So, Gewürze habe ich gleich nochmal hier gesichert, damit das nicht wegfliegt. Genaue Mengenangaben für die ganze Kiste, wie immer unten in der Infobox, Freunde. Ist jetzt ungefähr für 4 Personen, also 2 Weiblein, 2 Männlein. Dann seid ihr aber auch schon erstmal satt für die erste Stunde, glaube ich. Wir starten durch an der Pfanne. Als allererstes wird nämlich angebraten. Also Pfanne, Seitenbrenner, ein bisschen Olivenöl dazu. Und dann geht auch unsere Sucuk darauf. Und eins kann ich euch schon mal sagen, ich bin froh, dass ich den Infrarot-Seitenbrenner habe. Jeder Seitenkocher würde heute tatsächlich vorbei sein. Ne? Der würde vom Wind gleich ausgepustet wie eine kleine Kerze. Das Ding hält auch im Sturme, fast wie ein Hund. Bin ich sehr zufrieden. So, jetzt Sucuk anbraten, Freunde. Auf hier. Ah, guck mal, die dürfen jetzt mal schön Hitze kriegen. Und die Schüsseln sind ganz praktisch heute, die benutzen wir gleich weiter. Also Abwasch gespart. Super, also Hitze geben und dann kommen die Zwiebeln dazu. Oh, sieht das geil aus. Guck mal. Ja, wenn die sich so ein bisschen wölbt und so leicht chipsartig wird, ja, von der Optik her, dann die Zwiebeln dazu. Zack. Mit da rein. Die dürfen jetzt auch mal kurz dünsten. Ach, zack. Das fliegt hier alles weg. Freunde, zwischendurch müssen wir noch ganz schnell unsere Soße fertig machen. Dafür hier passierte Tomaten. Dann Jatenmische, ordentlich. Wie gesagt, genau das Rezept auch von dieser Gewürzmischung unten in der Infobox. Und dann das hier, habe ich mal zusammengestellt. Das kommt auch alles hier rein. Zack, richtig Geschmack. Ein Schluck gutes Olivenöl. Und dann nur rühren. Schön zusammenbringen alles. Oh, das wird richtig lecker. Oh, gucke mal. Oh, lecker, lecker Sößchen, Freunde. Kurz probieren. Nicht zu viel, nicht zu wenig. Ihr müsst das nicht überreißen, weil der Feta bringt noch Energie rein, der Sucuk, die Zwiebeln. Aber
Sollte schon so leichten Grundbums haben. Ist geil. So, jetzt machen wir zwei Schälchen fertig, probehalber quasi. Ein Jungen und ein Mädchen. Schälchen. Hm? Schälchen. Ja, oh, Sucuk und Zwiebeln. Wundervoll. So, jetzt machen wir hier Grundlage rein. Ne? Sucuk rein, Zwiebeln rein. Macht das bitte ordentlich. Wir wollen da nicht sparen. Hm? Müssen wir uns jetzt natürlich aufteilen. Reicht für vier Leute. Ja, müsst ihr so ein bisschen ausmitteln. Sowas in der Richtung. So, ein bisschen Paprika dazu. Ja, für die Mädels ein bisschen mehr, für die Jungs kann es ein bisschen weniger sein, wa? Und jetzt Väter, hier einer und hier, wir sind ja geizig, zack, ein halber, wa? Ein paar Tomaten dazu. Ja, das wird ein Traum, Freunde. Hm? Versprochen. So, noch ein bisschen Olivenöl. Hm? Schadet nicht. Oh, ist auch Geschmack. Und jetzt Soße. Ja. Also jetzt einfach auffüllen, die ganze Kiste hier. Kommen jetzt mal richtig drei, vier Löffelchen Soße dazu. Das darf schon ein bisschen bedeckt sein hier, die ganze Kiste. Wir wollen ja was zum Stippen haben nachher. Ah, so was in der Richtung. Ah, glaubt mir, dazu gibt es jetzt auch ein schönes Baguette und dann seid ihr glücklich, Freunde. So oben rüber noch mehr Schafskäse und zwar so ein bisschen gebröckelt. Wir wollen ja so ein bisschen Farbe drin haben. Also machen wir hier schön so ein Bröckelchen-Zeug rüber. Da könnt ihr jetzt für die kompletten Dinger auch nochmal einen Schafskäse mindestens. Oder vielleicht sogar zwei versenken. Also richtig schön was drüber geben. Das bildet dann auch hoffentlich schöne braune Spitzen nachher. Ist das geil, Freunde. Ich liebe sowas, ne? So, so sind die fertig. So machen wir jetzt alle. Wunderschön, oder? Einfache Vorbereitung eigentlich, wa? Wenn es dann mal fertig ist. Und jetzt ran an den Grill. Ah gut, der IQ läuft. Eingestellt hat der auf 200 Grad. Und unsere Schalen kommen nur oben quasi auf den Wärmehalterost hier. Zack. Deckel zu, macht die vielleicht nicht ganz so voll wie ich. Ich habe Angst, dass sie ein bisschen überlaufen, aber das sollte noch hinhauen, oder? Und dann sehen wir uns in 20, 30 Minuten wieder und dann können wir auch schon essen. Na, zack, Zeitsprung, Freunde. Wir haben uns ein wenig verquatscht. 30 Minuten später, wir gucken mal rein. Ja, es duftet fantastisch und oh, blubber. Das sieht geil aus, oder? Ich würde sagen, wir holen mal eine Schale runter und dann probieren wir. Vorsicht, heiß, Freunde. Ein bisschen Baguette dazu in frisch und ganz oben Petersilie. Das Auge ist ja mit, Freunde. Und das ist mein fertiges Gericht quasi. Also Sucuk Feta in überbacken. Ein Traum. Und jetzt schmecken lassen. Ihr schnappt euch Baguette und dann hier, guck mal. Oh, das ist alles super weich. Bisschen Tomate, bisschen Sucuk, bisschen Käse hier rauf. Oh, der Wind kommt dazu. Guck mal. Paprika. Schweinerei. Hi. Oh, Freunde. Auch scharf ist da. Trotzdem noch eine Frische mit dem Käse. Zum Reinlegen. Auch bei Sturm. Oh, wirklich. Super lecker. Freunde, wenn euch dieses kleine Video gefallen hat, dann macht das nach. Ballert Kommentare über ein Like oder Abo, würde mich freuen. Facebook ballern, Instagram ballern, unseren Shop auschecken, ihr wisst Bescheid. Das war Bobby. 030 Barbecue. Überbacken nach Sucuk, Väter. Ich bin draußen. Wir sehen uns am Grill. Ach, ist das lecker.